In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr einen einfachen 13,56 MHz ISM-Sender bauen könnt. Frequenz 13,56 MHz kann theoretisch für eigene Experimente verwendet werden. Früher war die Bandbreite sehr begrenzt, doch ich habe neulich eine neue Allgemeinzuteilung gesehen, wo der Frequenzbereich erweitert wurde. Die Möglichkeit ist nun theoretisch da, dass man in einem schmalen Frequenzbereich einen kleinen Sender betreibt, natürlich mit sehr geringer Leistung. Ein Richtwert liegt hier bei 5 mW an einem Lambda-Halbdipol. Der hier vorgestellte Sender dient dazu, ein Signal in einem Zimmer oder Raum zu senden. Die Reichweite ist nicht besonders groß, es wird nämlich nur eine sehr kurze Antenne verwendet. Idealerweise wird der Sender natürlich auf einer ordentlichen Platine aufgebaut, aber auch der Aufbau auf dem Steckboard ist möglich. In dem folgenden Video seht ihr dann, wie das ganze Gerät aufgebaut wird. Tyra.